Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Playvital-Reihe. Wir haben gerade die Sunsticks rangemacht. Also Dämon, zwei verschiedene. Und wir wollen ja jetzt noch die Ringe machen. Die habe ich mir überlegt. Da werden wir an den schwarzen machen wir rot. An den schwarzen machen wir gelb, weil hier schon gelb mit bei ist. Und schwarz machen wir an den weißen Controller ran. Da muss ich aber erst gucken, der hat Stick Drift. Jetzt aber irgendwie komischerweise nicht mehr. Nur in Fortnite hatte der Stick Drift, jetzt geht's wohl wieder. Ich habe keine Ahnung, also wo ich am Fernsehen COD gezockt habe, war nichts. Das muss ich erst überprüfen. Da hält der Akku nicht mehr so lange, obwohl das ist richtig geil mit dem Griff. Das gibt er auch bei Playvitale. Klebt er hier so rum, habt da schön Griff, ja, richtig gut. Könnt ihr auch ein Weiß holen. Ich habe es in Schwarz, damit man es halt besser sieht, wo drauf geklebt ist. Ja, aber wir fangen mal an. Ja. Nehmen wir uns hier mal die zwei roten Ringe raus. Die sind aus Gummi. Sind so dick. Ja. Könnt ihr dann auch schön ziehen. Und die macht ihr einfach hier drüber. Auch wenn ihr schon Caps drauf habt, braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Ich habe ja auch, seht ihr ja, ich habe ja Sams Caps drauf. So, so sieht es dann aus. Da muss man dann halt natürlich noch ein bisschen angleichen. So. Ein bisschen drehen. Das hat sich nämlich bei mir verdreht. So. Und so sieht es dann aus. Ist wie die Schaumstoffdinger, bloß dass es aus Gummi ist, dass es euch hier so ein bisschen begrenzt, ja. Dann könnt ihr halt nicht, ja. Im Gegensatz zu hier, guckt, so geht da so weit rein. Und hier geht er dann so weit rein. So. Da muss ich, ich kann das ja gar nicht an alle machen. Weil ich brauche für COD brauche ich ja ein bisschen Freiraum. Da müssen die sich gut drehen können. Für andere Spiele nicht. Da reicht es aus, wenn man so leicht macht. Da müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich das erstmal hier wieder drauf kriegen. Am besten drauf schieben. Oh, ich habe trockenen Hals. Ich werde die euch auf jeden Fall verlinken. So, und dann sieht das dann halt so aus. Kann man das auch abmachen wieder? Ja, ihr kriegt das auch einfach wieder ab. Ihr müsstet halt nur zum Greifen bekommen. Dann kriegt ihr das auch wieder ab. Aber warte, ich habe gerade was gesehen. Das muss ich mal testen, weil ich habe an allen jetzt Thumbsticks dran. Ne? Geht das auch so? Oder ist das für so gedacht? Weil auf den Bildern, was ich gesehen habe, kann man auch so machen, aber da geht es dann halt runter, würde ich sagen. Und hier können wir nochmal vorher, nachher sehen. So. Ich mache die jetzt mal nach innen. Entschuldigung, Leute. Oh Gott. So. Jetzt geht es ein bisschen, also der sitzt, glaube ich, doch nicht gut. So, nochmal auseinanderziehen. Drüber. So. Ja, und vernünftig. Ein bisschen reindrücken. So, jetzt ist besser. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen weiter rum. Ja, das werde ich mal testen.
wie sich das macht. Aber ich denke mal, für COD ist es zu wenig, wenn wir da denn. Na, müsste ich mal gucken. Das werde ich mal testen. Dann kann ich euch denn später sagen, wie es ist. Ja, gibt es halt in Schwarz, Rot, Gold. Und dann gibt es die noch in Blau, in Grün, in sämtlichen Farben. Die waren mir alle zu knallig. Deswegen habe ich mich für Schwarz-Rot-Gold entschieden. Schwarz für einen weißen Controller. Rot für einen schwarzen Controller, weil das Schwarz-Rot kommt doch einfach geil, finde ich, vom Kontrast her. Oder wenn man halt will, dass es nicht auffällt, nimmt man am schwarzen Controller schwarz. Ja. Und gelb habe ich gedacht hierfür. Ja. Weil hier ja das gelbe Zeichen ist. Wenn da noch ein gelber Akzent da unten drin wäre, würde das auch geil aussehen. Ja? So, aber nichtsdestotrotz erwartet jetzt auch das letzte Video in der Play Vital-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch natürlich den Link zu dem und allen anderen Play Vital-Produkten, die ich hier in der Serie gezeigt habe und von der alten Serie vielleicht auch noch mal, weil da sind ja auch noch Cases und Thumbsticks und hier viel Grip an der Seite und Controllerhalter und was weiß ich alles. Vielleicht ist da ja was bei für euch. Werde ich euch alles in der Videobeschreibung verlinken. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.